herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Amanda Nentwig und ja, nach langer, langer Pause melde ich mich wieder zurück und zwar mit dem Thema Psychosomatik und Angst. Und ja, wie ihr sehen könnt, ich bin nicht alleine hier. Ich habe einen wundervollen Gast und zwar die Susanne. Ja, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Genau, wir sind hier gerade in München in meiner Praxis und möchten heute über das Thema Psychosomatik sprechen. Und ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich freue mich auch, danke. Nehmen wir vielleicht direkt mal los. Und zwar, ja, genau, mein Hintergrund ist ja, dass ich zu diesen Themen einerseits als Psychologin und Psychotherapeutin komme und aber, wie wir vielleicht von dem Gespräch rausarbeiten werden, auch meine eigenen Erfahrungen gemacht habe mit dem Thema Angst und Psychosomatik. Und Susanne, magst du einfach mal von dir erzählen, was dich zu diesem Thema jetzt herbringt und ja, wer du bist, wieso du hier bist und ja. Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein und über so ein wichtiges Thema mit dir zu sprechen. Ich bin Susanne Scholz und mittlerweile bin ich Mindfulness Coach und Podcasterin. Und in meiner Arbeit möchte ich einfach dem Thema Stress, aber auch Psychosomatik eine Stimme geben. Und ich begleite als Coach insbesondere Frauen, aber Männer sind natürlich auch gerne willkommen, richtig zu sagen, ja, auf ihrem Weg zu mehr Gelassenheit und mehr Bewusstsein über sich selbst. Und das Thema Psychosomatik liegt mir dabei ganz besonders am Herzen, weil ich selbst vor knapp 4 Jahren mit einem Burnout und chronischen Spannungskopfschmerzen zu tun hatte. Und ja, seit dieser Zeit weiß, wie wichtig dieses Thema ist, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen, wie alleine man sich mit diesen Schmerzen und der Situation fühlen kann. Und deswegen möchte ich einfach ja, zu einem offenen Diskurs anregen und Menschen inspirieren, in ihre eigene Kraft zu kommen und auch sich mehr mit ganzheitlicher Gesundheit auseinanderzusetzen. Ja. Genau. Spannend. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du eben auch hierher kommst und ja, auf meinem Kanal so gesehen vorbeischaust. Wir hatten es ja schon mal getroffen vor dem Corona-Lockdown und hatten das geplant. Und hier auf meinem Kanal werde ich immer wieder angefragt zum Thema Psychosomatik und ich gebe da so meine fachliche Perspektive. Dazu gibt es auch ein Video, das werde ich hier mal verlinken, sodass du dich informieren kannst, worum es hier sozusagen geht von fachlicher Seite. Aber was ich auch immer wieder merke, ist, dass es ja auch Menschen interessiert, wie sieht das denn aus, wenn man selbst diesen Weg geht? Wie kann man das annehmen, dass man unter psychosomatischen Beschwerden leidet? Wie kommt man zu dieser Akzeptanz und wie kann man damit umgehen? Und das finde ich bei deinem Weg so wahnsinnig spannend und auch inspirierend, dass du diesen ganzen Weg gegangen bist. Und das ist ja wirklich kein leichter Weg. Und das finde ich auch so das Besondere an deinem Podcast, ja, dass du diesen Raum öffnest, diesem Thema, was ja so angefragt ist. Und ja, vielleicht tauchen wir da direkt mal ein, was sozusagen ja, dein Weg war und vielleicht auch so die wesentlichen Learnings, die du für dich mitgenommen hast. Und magst du da so ein bisschen drüber erzählen, weil ich weiß, dass das wirklich ganz viele Menschen interessiert, was ja, was hilft einem, durch diesen Weg zu gehen und mit den psychosomatischen Beschwerden zurechtzukommen, vor allem wenn sie auch nicht sofort weggehen, manchmal auch stärker werden. Ja. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das war wirklich ein sehr, sehr langer Weg und ich würde sagen, ich bin auch noch auf meiner Reise, aber ja, ich fange einfach mal chronologisch an. Sehr gerne. Ja, und zwar fing alles vor knapp 4 Jahren an. Und da habe ich von einem auf den anderen Tag plötzlich ganz heftige und täglich auftretende Spannungskopfschmerzen bekommen, die einfach nicht mehr weggegangen sind. Und natürlich war das ein schleichender Prozess, aber ich habe damals einfach nicht
die Warnsignale erkannt, sodass es sich für mich dann wie von einem Tag auf den anderen angefühlt hat. Und ja, ich glaube, mittlerweile weiß ich sozusagen, woher die Kopfschmerzen kamen. Also ich habe damals sehr viel gearbeitet, war auch ein Mensch, der sehr hohe Ansprüche an sich hatte und auch immer noch hat. Ich habe ein sehr ungesundes Leben geführt, weil ich mir sehr viel zugemutet habe, sehr perfektionistisch veranlagt bin, immer unter Menschen war, mir nie Zeit für mich selbst genommen habe. Und damals habe ich dieses Bedürfnis auch gar nicht gespürt. Aber irgendwann hat sich dann gezeigt, dass das einfach so nicht gesund ist. Und da ich dieses Bewusstsein damals aber noch nicht dafür hatte und sich das eigentlich auch gut angefühlt hatte bis dahin, weil ich eigentlich, es ging mir sehr gut und ich hatte auch sehr viel Energie. Ich war immer ein sehr lebensfroher Mensch, deswegen habe ich das gar nicht so gemerkt, dass ich immer schon auch eigentlich deutliche Signale hatte. Ich habe immer schon schlecht geschlafen, hatte immer schon Verdauungsbeschwerden und habe aber nie auf meinen Körper gehört. Und ich glaube, mein Körper hat dann in Form von diesen heftigen Kopfschmerzen, wo ich nicht mehr weghören konnte, mir einfach gezeigt, okay, jetzt reicht's, jetzt fang mal an, auch auf dich zu schauen und dich mit dir auseinanderzusetzen. Genau. Mhm. Spannend. Also was du da beschreibst, ist etwas, was ich ganz oft höre. Und da würde ich direkt mal einhaken und fragen, hat in dieser Phase auch das Thema Angst mal eine Rolle gespielt? Also hattest du irgendwann das Gefühl, da vielleicht auch so an Vertrauen eingebußt zu haben in den eigenen Körper und irgendwie auch Angst zu haben? Das höre ich ganz oft, dass es nicht mehr weggeht, dass das immer bleibt, dass etwas Grundlegendes nicht stimmt, dass was Schlimmeres sein könnte. Kennst du das? Ja, definitiv. Okay, magst du darüber ein bisschen erzählen? Ja, sehr gerne. Also ich muss dazu sagen, dass es bei mir nie so in Extrem war, also dass die Angst mich nie komplett ausgenockt oder gehemmt hat oder dazu geführt hat, dass ich keine Kraft oder keine Mut mehr hatte, mich zu verändern. Mhm. Aber klar, sind Ängste natürlich da. Zum Beispiel ganz am Anfang, als ich auch noch nicht offen dafür war, dass es auch unter Umständen psychosomatische Beschwerden sein können, weil ich einfach niemals auch damit gerechnet hatte, dass es mich trifft und auch nicht, dass sich psychische Beschwerden körperlich so extrem manifestieren können, habe ich wirklich die Angst gehabt, dass ich eine lebensbedrohende Krankheit habe. Also in Form eines Tumors zum Beispiel. Ja, der Klassiker. Genau. Und klar, habe dann ganz viele Untersuchungen gemacht, bin von Arzt zu Arzt gerannt, immer auch auf der Suche nach einer eindeutigen Diagnose. Die ist nieder. Ganz genau. Und klar, das war die eine Angst, als ich dann irgendwann feststellen musste, dass organisch alles in Ordnung ist. Klar, war ich mit anderen Ängsten konfrontiert, also mit der Angst, nie wieder arbeiten zu können vielleicht und auch dann finanzielle Sorgen zu haben in der Zukunft, weil ich einfach so, wie es in den extremen Phasen war, also ich hatte ja über 2 Jahre hinweg täglich heftige Schmerzen, auch irgendwann nicht mehr leistungsfähig war. Und Leistung spielt in meinem Kosmos oder spielte eine ganz, ganz wichtige Rolle. Sehr häufig. Genau. Und ich dachte, ja, wenn ich nichts mehr leisten kann, bin ich auch nichts mehr wert. Und genau, deswegen habe ich auch in dem ersten Jahr meiner Erkrankung täglich heftige Schmerzmittel eingenommen, um erstmal weiter funktionieren zu können. Bis ja, das dann auch irgendwann nicht mehr möglich war oder ich erkannt habe, das ist kein Dauerzustand und dann auf anderen Wege versucht habe vorzugehen. Aber genau, die Angst kam noch dazu, dann natürlich auch die Angst, für das Umfeld eine Belastung zu sein, weil ich schon gespürt habe, dass das Umfeld nicht so gut damit umgehen kann, obwohl ich super tolle Freunde und einen tollen Partner habe, die mich sehr unterstützt haben, aber trotzdem, wenn man das nicht selbst erlebt hat, ist es, glaube ich, schon sehr schwierig, sich da reinzufühlen. Es kann isolierend sein, gerade Schmerzen, ne? Weil man spürt es ja alleine. Man spürt es alleine, man sieht es einem nicht an. Ich hatte immer das Gefühl, wenn zum Beispiel jemand in meinem
Umfeld einen gebrochenen Arm hatte, war ganz viel Mitgefühl da, aber bei Schmerzen, das wird schnell abgetan. Also vielleicht hatte ich auch sogar die Angst, manchmal nicht ernst genommen zu werden, ja. Weil ja viele Leute ja ab und zu mal Kopfschmerzen haben, aber einfach damit leben können. Ja, ich habe das doch auch. Probier mal XY. Genau, und gerade auch, wenn dann das Wording Psychosomatik im Spiel ist. Das bildet die sich ein. Ganz genau, ist vielen auch nicht klar, dass sich die Symptome auch wirklich körperlich manifestieren und dass man sich sie nicht nur einbildet. Und dieses Verständnis ist einfach noch nicht verbreitet und deswegen, ja, bin ich auch heute hier, um darüber zu sprechen. Ja, genau, ja. Spannend. Ja. Total spannend. Ja, das ist so ein Thema. Also da, ich hatte bei Instagram ja auch gefragt, was für Fragen es so an uns gibt. Und was ich eben auffällig finde, ist, es kommen ja Menschen mit ganz unterschiedlichen Beschwerden. Bei dir waren es die Kopfschmerzen. Ich als Kind habe extrem somatisiert mit Übelkeit und gefühlt sucht sich ja der Körper so seine eigene Schwachstelle, um zu rebellieren, um einen aufzurütteln. Und das kann ja sehr verwirrend sein auf so vielen Ebenen. Bei dir war es dann auch, wie bei den meisten, sozial. Wird man ernst genommen? Tun es die Ärzte vielleicht auch ab? Umfeld? Ja. Kann ich noch arbeiten? Ist ja wie so ein Kontrollverlust, wenn sowas passiert. Ja. Und genau, wie gesagt, in einem anderen Video habe ich erklärt, wieso es eben auch zu diesen körperlichen Symptomen kommen kann, durch Stress heraus. Das ist ja auch für Menschen so ein ganz einschneidender Moment. Wenn man jetzt versteht, okay, es ist psychosomatisch, dann gibt es ja oft so diesen Moment, wo man denkt, ah ja, ich bilde es mir nur ein oder ich werde nicht ernst genommen, es ist ja nur psychisch, als ob es gar nicht so irre, die Psyche. Wie war für dich dieser Prozess dann, das so anzunehmen? Also mir wurde auch die Frage gestellt, woher weiß ich, dass es psychosomatisch ist? Wann war bei dir so dieser Punkt, dass es gekippt ist von Angst, dass etwas nicht stimmt, Fokus auf das Körperliche hinzu, Öffnung, dass es was Psychisches ist und dass das nicht nichts ist, sondern dass das wichtig ist? Also wann hast du dich in diesem Feld und wie so geöffnet? Ja, gute Frage. Also es war auf jeden Fall ein ganz, ganz langer Prozess und es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis ich auch bereit war, diese Schmerzen anzunehmen. Ich war immer mal wieder damit konfrontiert. Also ich war in der Reha und in der Schmerzklinik und da lernt man ja auch, man solle die Schmerzen akzeptieren. Und irgendwie hat sich das aber falsch angefühlt, weil ich damals noch nicht bereit dazu war und mir wurde auch suggeriert, dass das jetzt für immer Teil von mir sein wird und ich damit auch leben muss. Wow. Das höre ich ganz oft, dass Akzeptanz so schwer ist. Ich sage das ja auch mal auf meinem Kanal, Akzeptanz, Akzeptanz. Und ich würde es für mich auch nicht als Akzeptanz festlegen. Das Wort fällt mir schwer. Ich kann es, glaube ich, heute immer noch nicht akzeptieren. Glaube ich auch, weil ich ja auch diesen Weg gegangen bin von täglichen Schmerzen zu momentan bin ich schmerzfrei, also solange ich zumindest auf mich achte. Aha. Deswegen würde ich es eher als annehmen beschreiben. Ja. Also annehmen, dass die Situation so ist und versuchen, bestmöglich damit umzugehen, Lösungen zu finden, damit es einem wieder besser geht. Und Akzeptanz ist mein Sprachgebrauch, hat viel mit Stillstand zu tun. So, und Resignation. Resignation. Es ist einfach so, du musst damit leben. Also so habe ich mich zumindest damals gefühlt. Und deswegen passt für mich einfach das Wort annehmen besser. Und was auch sehr, sehr wichtig ist. Also dieses ständig dagegen anzukämpfen, ist zusätzlicher Stress. Und so komme ich nicht weiter. Oder ich glaube, es ist einfach nicht der richtige Weg. Also es gibt ja viele Wege, aber... Wann hast du das gemerkt? Hast du da diesen Zusammenhang gemerkt, je mehr du versucht hast, die Schmerzen abzulehnen, loszuwerden, dass es dann auch stärker wurde? Gab es diesen Zusammenhang für dich? Ich habe, ja, definitiv, weil ich lange Zeit einfach versucht habe, auch durch die Behandlung der Ärzte einfach die Symptome erstmal zu behandeln und nicht die Ursache zu finden. Und das war irgendwie so das größte Learning auf dem Weg, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich
sehr intensiv mit sich selbst zu beschäftigen und herauszufinden, woher diese Schmerzen kommen und wer man wirklich ist, was man vielleicht für unterschwellige, unterdrückte Emotionen hat oder Stress. Glaubenssätze. Also da spielt so viel rein, das ist auch bei jedem ja anders. Mhm. Aber spannend. War sehr wichtig. Ich hatte gerade einen richtigen Aha-Moment, nämlich das Thema Akzeptanz. Das ist wirklich, das ist oft so ein Gerangel. Und ich fand das gerade echt schön, wie du das ausgedrückt hast, zu sagen, Akzeptanz ist schwierig, sondern Annahme. Und irgendwie das Wort Annahme, das fand ich gerade echt schön und stimmig, weil das ist wahrscheinlich das, was wir Psychotherapeuten dann auch den Menschen zumuten wollen, aber das ist dann vielleicht auch die Perspektive, die so wichtig ist, selbst als betroffene Person zu merken, Akzeptanz, das ist irgendwie zu hart, das ist zu sehr Stillstand, Resignation und das ist etwas, was ich immer versuche, ganz wortreich zu erklären. Akzeptanz heißt nicht, dass wir es final hinnehmen, sondern so ein Zwischenpausieren, Aufatmen, das Gefühl annehmen und das werde ich jetzt versuchen beizubehalten und zu verändern. Annahme ist anzunehmen, um dann in so eine Transformierung zu gehen. Und an die Ursachenforschung und nicht nur Symptombekämpfung, sondern sich öffnen, sich selbst gegenüber. Ganz genau. Und, und das klingt jetzt so einfach. Ich meine, ich sitze jetzt hier und mir geht es wieder gut. Mhm. Aber es war wirklich ein ganz, ganz anstrengender und kräftezehrender Weg. Also vieles ist ja, wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt, auch nicht easy peasy nebenbei zu machen, sondern es ist wirklich eine harte Phase, ein schwieriger Weg, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen kann ich wirklich auch immer nur dazu ermutigen, sich sehr intensiv mit sich auseinanderzusetzen, vielleicht auch Hilfe anzunehmen, auch ganz wichtig. Man muss das nicht alleine schaffen und oftmals fällt es ja auch schwer, die Perspektive mal zu wechseln oder bestimmte Verhaltensweisen oder so alleine aufzudecken. Deswegen Da gibt es Hilfe, auch wenn man oft erstmal frustriert ist, weil man vielleicht den klassischen Weg geht und viele Ärzte auch trifft, die vielleicht nicht damit umgehen können, aber es gibt auf jeden Fall Alternativen. Ja absolut. Du hattest auch vorhin gesagt, dass für dich, also du weißt, dass du jetzt schmerzfrei bist, weil du aber auch selbstversorglich mit dir umgehst. Ja. Magst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen, was für dich so dazugehört, um schmerzfrei zu bleiben? Also es klingt ja so, als ob es jetzt nicht die Heilung ist im Sinne von, ich habe jetzt etwas gemacht und jetzt bin ich schmerzfrei und bleibe es und werde es los. Weil ich werde oft gefragt, wie lange dauert es, bleibt es für immer? Also diese zeitliche Perspektive spielt oft eine Rolle und ich glaube, viele Menschen, die anfangen, diesen Weg zu gehen, psychosomatische Beschwerden zu verstehen, haben oftmals so die Idee, dass es wie beim Auskurieren eines Infektes ist. Ich entdecke die Ursache, finde ein Mittel und dann ist es weg. Ja. Was ist deine Erfahrung? Was tust du, damit die Schmerzen wegbleiben? Was tust du auch, wenn sie wiederkommen? Ja, also erstmal möchte ich sagen, dass ich gerne über meine Erfahrung da sprechen kann, aber das ist für jeden ganz Individuelles, was helfen kann. Also deswegen war so meine Taktik, ganz, ganz viel ausprobieren, weil es sehr, sehr wichtig ist, zum Beispiel Entspannungsverfahren zu erlernen, die auch wirklich zu einem passen, damit man auch dran bleibt, weil die meisten Effekte zeigen sich leider erst nach einer gewissen Zeit und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man am Anfang geduldig bleibt. Genau, aber was mir jetzt konkret geholfen hat, war auf jeden Fall die Kombination unterschiedlicher Dinge, also Ausdauersport, Entspannung, einfach mal mir Zeit für mich zu nehmen, mir über meine Bedürfnisse klar zu werden, also mehr ich selbst sein zu können, weil ich glaube, ich früher mich sehr verstellt habe, also nicht bewusst, aber ich hatte immer sozusagen den Antreiber in mir, alles immer allen recht machen zu wollen, immer sich anzupassen. Mich anzupassen, zu performen und deswegen, also Leistung zu zeigen und zu bringen. Und deswegen,
war ich, glaube ich, auf einem permanenten Anspannungslevel. Mhm. Und genau, ja, das war sehr, sehr wichtig zu reflektieren. Mhm. Ich habe mich auch beruflich verändert, mhm. weil das war auch bei mir zumindest ein ganz großer Bereich, dass ich einfach unzufrieden im Job war, weil ich einfach die Sinnhaftigkeit hinter meiner Tätigkeit nicht erkannt habe. Ja. Und das hat mich auch unzufrieden ja. gemacht, langfristig. Genau, und heute, ja, ist das eine Kombination von vielen, aber ich glaube, so sich über seine eigenen Bedürfnisse bewusst zu sein, das ist so das Wichtigste und mehr danach zu leben, Grenzen zu setzen zum Beispiel, auch mal Nein zu sagen, ja. Liebevoll mit sich selbst umzugehen, das waren so die wichtigsten Stellschrauben, würde ich mal sagen. Und genau, ich bin immer noch auch auf dem Weg, also es ist einfach so, wenn man jahrelang einfach bestimmte Glaubenssätze hat oder Verhaltensweisen, ändert sich das leider nicht von einem Tag auf den anderen. Aber ich erkenne jetzt einfach früher, wenn es zu viel für mich ist. Also dadurch, dass ich sehr viel auch meditiert habe oder Yoga gemacht habe und wieder mehr ins Spüren gekommen bin, spüre ich einfach früher, wenn ich im Ungleichgewicht bin und kann dann dagegen schneller anwirken. Ja, total spannend, was du erzählst, weil ich einfach merke, dass vieles, was du beschreibst, so als Prozess eben auch genau das ist, was ich zumindest versuche auch in Therapien zu erzählen, und das ist oft so schwer auch auf den Punkt zu bringen, weil genau das beschreibst du ja, dass es sozusagen ein komplexer Prozess der Selbsterkenntnis ist, der auch Geduld braucht, und das klingt so abgedroschen zu sagen, braucht Geduld und man kann nicht genau sagen, wann es besser wird. Aber ich finde auch, im Prozess gewinnt man dann vielleicht auch Vertrauen, wenn man sich darauf einlässt, zu sagen, es ist der Körper, der tut was für mich, der signalisiert mir, ich brauche etwas, und dann darf man das erstmal entdecken, was man braucht. Und das ist aber oft auch gruselig, weil man noch überhaupt nicht weiß, wohin geht die Reise. Ne? Ja, absolut richtig. Wie sieht das bei dir aus? Hattest du schon mal mit psychosomatischen Beschwerden zu tun oder hast du immer noch damit zu tun, wenn ich das fragen darf? Ja, sehr gerne. Also ich gehe da ja auch sehr gern offen mit um, weil ich das Gefühl habe, dass die Menschen da öfter auch mehr mit anfangen können, wenn man es jetzt nicht nur aus der fachlichen Perspektive beschreibt, sondern eben sagt, ja, ich kenne es auch. Bei mir ist es tatsächlich so, dass psychosomatische Probleme sehr früh in mein Leben getreten sind. Und wenn ich so drüber nachdenke, habe ich manchmal das Gefühl, dass es schon fast ein Vorteil war, weil es irgendwie so meinen ganzen Werdegang und auch wahrscheinlich meine Charakterentwicklung geprägt hat. Bei mir war es letztlich so, dass ich als Kind, in einer Zeit, da hat meine Mutter sehr viel gearbeitet als alleinerziehende Mutter, da habe ich sehr schnell und stark mit Bauchschmerzen und Übelkeit reagiert und ja, war einfach auch noch in dem Alter, wo man gar nicht die Worte für die Gefühle findet, und das hat sich einfach alles so im Bauchmagen abgespielt, und hatte damals wahnsinniges Glück, einen Arzt, Kinderarzt zu haben, der sehr mitgedacht hat und gar nicht viel rumgedoktert hat, sondern letztlich relativ schnell gesagt hat, okay, das ist psychosomatisch, das ist stressbedingt, und hat dann damals gesagt, wir können Baldrian ausprobieren. Und ja, als Kind war das für mich, glaube ich, auch schon fast entlastend, zu wissen, ah, es ist nichts Schlimmes. Ich habe ihm da auch vertraut, hatte auch gemerkt, dass mir das Baldrian geholfen hat. Also das hat bei mir als Kind total angeschlagen. Und irgendwann habe ich dann auch diese Faszination entwickelt, festzustellen, dass wir über den Kopf den Körper beeinflussen können. Ja. Und kann mich erinnern, also ich hatte immer vorm Einschlafen auch wahnsinnige Angst vor der Übelkeit. Ich weiß noch, ich fand das ganz schlimm, überhaupt auch daran zu denken, sich zu übergeben. Also hatte da eine richtige Emetophobie. Und habe dann vorm Einschlafen mir intuitiv selbst gesagt, okay, und na, Bauch, sei jetzt ruhig, und habe mich so ein bisschen selbst instruiert, versucht mir die Schmerzen und Übelkeit zu nehmen. Und das hat geklappt. Und dadurch habe ich dann, also die Angst vor der Übelkeit, das ist schon geblieben, aber es ist viel besser geworden. Und wie gehst du heutzutage damit um, wenn dir das wieder begegnet? Also ich habe da inzwischen ich habe es sehr stark von Angst,
abgekoppelt. Ja. Also für mich ist dieser ganzheitliche Weg ein Weg, den ich schon sehr lange gehe. Und deswegen irritiert es mich überhaupt nicht mehr. Also mein Körper reagiert ständig. Ich sage ja auch offen, dass ich ein hochsensibler Mensch bin. Mein Körper reagiert sehr schnell auf sehr vieles. Ich habe schnell Kopfschmerzen, aber jetzt nicht so extrem, wie du es beschreibst. Und ich kann es meistens ganz gut zuordnen und mache es ähnlich wie du. Also ich habe sehr von meiner Selbsterfahrung profitiert. Persönlichkeitsentwicklung war eine Zeit lang sehr groß für mich geschrieben. Und ich liebe Yoga, Meditation, mal mehr, mal weniger. Und ja, einfach Selbstfürsorge. Sich selbst eine gute Freundin sein, so würde ich es am ehesten beschreiben. Auch Ausdauersport ist wahnsinnig wichtig für mich, weil ich weiß, sonst geht es mir körperlich nicht gut. Ja. Und ja, merke, wenn ich wirklich drüber nachdenke, für mich war es irgendwie immer selbstverständlich, seit ich denken kann, dass es Psychosomatik gibt. Und da kommt mir gerade auch der Gedanke, dass es einfach irrsinnig wichtig ist, schon relativ jung im besten Fall, also vielleicht auch bei eigenen Kindern anzusetzen, diese Kopplung zu erklären und spätestens im Erwachsenenalter sich dem zu öffnen und davon abzurücken, eine schnelle Lösung zu wollen, auch wenn der Frust ist ja nachvollziehbar, wenn es keine schnelle Lösung gibt. Das finde ich ja nachvollziehbar, vor allem wenn man täglich mit Schmerzen zu tun hat. Aber ebenso diese Perspektive einzunehmen, dass der Schmerz im Grunde genommen für mich da ist, so lästig er auch ist, weil er geht dann am ehesten weg, wenn ich so diesen Job übernehme, mich um mich selbst zu kümmern. Ja, total, ja. Und der Weg ist für jeden komplett unterschiedlich. Ja, ja. Ja, total wichtig. Ja, das war bei mir auch ein ganz, ganz großes Learning, dass der Körper mich eigentlich noch schützen möchte mit den krassen Schmerzen, um zu zeigen, okay, so geht es nicht weiter. Also ja, total wichtig. Würdest du sagen, dass du dahingehend das Vertrauen in deinen Körper auch dir wieder so ein bisschen erschließen konntest durch die Dinge, die du gelernt hast? Also das ist etwas, was ich auch wahrnehme, dass Menschen dann ja auch dem Körper gar nicht mehr trauen, weil sie merken, der Körper ist gegen einen, wie vielleicht so als abschließendes Thema. Wie empfindest du das? Also, dass der Körper gegen mich ist, habe ich eigentlich nie so besonders empfunden. Also klar war ich auch oft wütend, warum mir das gerade so passiert, wo ich doch irgendwas Besonderes vorhabe oder hatte. Aber ich glaube, ich habe zumindest ein sehr großes Bewusstsein entwickelt für meinen Körper. Früher war ich immer so im Hamsterrad unterwegs und habe so einen Automatismus entwickelt und habe meinen Körper gar nicht mehr richtig wahrgenommen und gespürt. Und seitdem ich mich so intensiv mit mir und meinem Körper auseinandergesetzt habe, habe ich einfach wieder eine stärkere Verbindung gefunden. Und deswegen, dass du diese positive Aufmerksamkeit auf den Körper, die hat geholfen. Ja. Ja, wir reden schon ganz schön lange, ohne dass man es irgendwie merkt. Wir könnten wahrscheinlich noch viel länger über das Thema sprechen. Aber ja, für heute sind schon ganz schön viele Informationen. Und ja, ich hätte echt noch länger zuhören können. Finde es wirklich total bereichernd. Bedanke mich von ganzem Herzen, dass du deine Geschichte hier teilst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das für den einen oder anderen wirklich hilfreich sein wird, was du beschreibst, weil es so vielen Menschen so geht. Und es freut mich jedes Mal zu hören, wenn ein Mensch diesen Weg erfolgreich für sich erschließt und dadurch das Leben immer lebenswerter wird. Also vielen, vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Ja, danke, dass ich hier sein durfte und danke, dass du diesem Thema hier diesen Kanal bietest. Das ist ganz, ganz wertvoll und wichtig. Dankeschön. Ja, und dir vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mich gefreut, mal wieder hier für den Kanal aktiv zu sein. Und wenn du Susanne folgen möchtest, sie hat einen wunderbaren Podcast, der heißt Schmerzbefreit. Ganz genau, Schmerzbefreit, ja. Auf welchen Plattformen findet man den? Bei Spotify und iTunes, aber ich habe auch eine Homepage, da findet man eigentlich alle wichtigen Infos zu mir. Verlinke ich alles unten. Bei Instagram bist du ja auch so. Wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten, wenn jemand Fragen hat? Ja, gern bei Instagram oder über meine Homepage. Also ich antworte auf allen Kanälen. Okay, wunderbar. Also, wenn du in Kontakt treten möchtest, unten in der Videobeschreibung findest du all die Links. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
Musik.